So, wir kommen zurück. Ja, Vaska hat uns schon wieder besiegt, aber... Ey, was soll's. Scheiß Würfelspiele, ey. Oh, da kann man richtig salzig werden. Na egal. Hab mal schnell noch flugs das ganze Dorf gelootet und nochmal eine Runde mit ihr gespielt. Ihr habt mein Gold zurückgewonnen. Was ist denn das hier so? Scheiß Würfelspiel. So, zum Fährmann und dann rüber. Oh, Fischer. Hier beißen die besser als oben am Deich. Schon was gefangen? Und ob? Einen ganzen Korb voll frischer Fische. Darf ich mal kosten? Vielleicht ist noch gebackener Hecht übrig. Was? Er fängt ihn gebacken? Das war komisch. Hi, Fährmann. Na, lang nicht mehr gesehen. Was wollt ihr? Ich will rübersetzen. Bringt mich auf die andere Seite. Zeit ist Geld. Kannst... Sonst... Na ja, komm, bring mich einfach rüber, guter Mann. Bring mich einfach rüber. So, Hallöchen Deich. Verzweifelt der Kaufmann. Warum bist du denn verzweifelt? Hast du eine Quest für mich? Bleib! Hund, geh weg! Man nennt euch einen Hexer. Das stimmt. Stimmt es, dass Hexer Bestien für Geld töten? Im Allgemeinen ja. Hexer? Ja. Ihr habt gefragt, wer ich bin. Habt ihr eine Arbeit für mich? Mein Onkel wurde von Sumpfungeheuern ermordet. Er trug den Familienring, der mir viel bedeutet. Bringt mir den Ring und ich gebe euch 100 Orens. Alles klar. In Ordnung. Das kann ich machen. Welch ein Glück, dass ich euch getroffen habe. Wo finde ich den Leichnam eures Onkels? Wir haben in der Kapelle zu Militele gebetet. Als die Ungeheuer angriffen, floh mein Onkel in den Sumpf nahe der Statue der Göttin. Lebt wohl. Moment, Familienring? Hexer! Hört mal, wegen eures Familienrings. Habt ihr ihn gefunden? Noch nicht. Beeilt euch. Wie soll ich meiner Mutter je wieder unter die Augen treten? Lebt wohl. Okay. Bei Militele schreiben. Hermann, Moment, gleich geht's zurück. Feuerstelle, okay. Dran. Bringt die Zeit. Ganz lang. Noch nicht. Wie oft? Zurück in den Sumpf, wie ich das liebe. So, beim Militele-Schrein, sagt er ja. Wartet jemand auf die Fähre? Ich habe gerne Zeit, mit euch zu spielen. Ich habe Quests zu erfüllen. Schön Auge. Nieswurz. Altar der Militele. Sehr schön. So, dann schlachten wir erstmal alles. Oder auch nicht. Thank you.
müsste zwar Leichnam. Kommt her, ihr Süßen. Beweg dich. Scheiß Bomberviecher. So, Familienring. Okay. Gut, dass es ein Questgegenstand ist. So einen Fackel brauchen wir ja nicht. Eigentlich in seinem Haus drin ist, mit dem konnte man immer gut würfeln. Hm. Oh, Fährmann, da bin ich wieder. Schon wieder. Zum x-ten Mal. Und trotzdem kriege ich keine Monatskarte. Ja. Was war? Ich brauche eine Monatskarte. Bringt mich Zeit. Boot, Boot, Boot. Ich brauche eine Monatskarte. Kannst. Sonst. Dun, 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 dun. So, verzweifelter Kaufmann, da ist er. Wer möchte? Hexer? Ich war im Sumpf. Ich glaube, ich habe euren Familienring gefunden. Vielen Dank. Hier ist eure Belohnung. Lebt wohl. Dankeschön. Ich erhielt meinen Lohn. Sehr schön. Harald brauche aber nicht. Mal Inventar leeren gehen. Alles wird nass. Wobei, warte mal hier, Zahnarzt? Ich habe doch ein paar Bestienfangzähne. Vielleicht will er die. Himbeersaft. Oh, er ist nicht zu Hause. Ist auch okay. Soldatenfusel. Du, 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 du. Was würdet ihr gern wissen? Gibt's was Neues zu erzählen? Gibt es Neuigkeiten aus dem Anderling-Distrikt? Ich interessiere mich nicht für solche Dinge. Und dann nennst du dich Klatschbase. Shame you. Lebt wohl.
Verdammt, macht. Ja, ich will nur auf mein Inventar zugreifen. Das ganze Zeug reinwerfen, was ich gelootet habe. Schwalbe, Dombedis, ausgenommener Fisch. Klärweiß, Schwarzpulver, Nierenfett. Alles klar. Inventar wird langsam voll. Gefällt mir irgendwie. Ist jetzt das Söldner hier? Und wahrscheinlich auch gleichzeitig drüben. Ich wollte bei Thaler reingucken. Weg, Kind. Weg da. Weg. Du, 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 du. Da, Thalers Haus. Mal gucken, ob er was zu erzählen hat. Oder ob er überhaupt da ist. Weil eigentlich... Hey, diese kunstgemeinen Programmierer haben doch an alles gedacht. Ah ja, gibt Blut. Kunstgemeine Programmierer gibt's doch nicht. Sollte ich vielleicht mal bei Frau und Kind vorbeischauen, wenn ich schon mal hier bin? Nee. Papa, haben wir hier Loot? Ein Rubin. So, und tschüss. Nee, gut, wir müssen Yevon suchen. Der dürfte in den Ruinen drin sein. Rechts, rechts, links, rechts. Links, links. Rechts.
rechts. So, rechts und dann nochmal rechts. Und dann rechts und dann müssen wir gleich da sein. Genau. Wenn Yevin jetzt hier nicht ist, dann habe ich ein Problem. Moment. Ist das nicht Yevin? Entweder ist es nur ein NPC, der genauso aussieht wie er, aber... Ich muss entweder Yevin und seine Elfen oder Siegfried und seine Freunde aus den Orten überzeugen. Nein, das ist doch Yevin! Scheiße! Ja, darf ich es benutzen? Triss Labor. Labor bei Kalkstein. Sag nicht, Yevin ist jetzt tot. Hier ist doch Sigi zu Hause. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr getan habt. Ich erinnere mich ganz gut daran, was ich getan habe. Aber wir werden sehen, was das für Konsequenzen hat. Ich gehe zum Schloss. Der Händler dort verkauft gutes Brot. Gutes Essen ist so schwer zu bekommen. Wann lassen die endlich wieder Kaufleute? Also dafür, dass an der Stadt Siegfrieds Posten dran steht, ist er irgendwie nie da. So gar nicht, so niemals. Ah, da ist er ja. Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Beruhigt euch. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt? Aber ich... Ihr habt versucht, die Beweise zu vernichten. Ihr seid persönlich hinuntergegangen. Doch. Ihr habt den Skoyatel geholfen zu fliehen. Wir haben die Kikimori-Kadaver gefunden. Die Skoyatel allein hätten das nie geschafft. Wäre das nicht gegen das Gesetz, würde ich euch persönlich töten. Ja. Lasst mich in Ruhe, Verräter. Siegfried sprach. Unsere innere Stärke. Wir geben unser Leben für den Ort. Yevin ist nicht im Hain. Yevin ist nicht im Skoyatel versteckt. Yevin ist nicht in den Ruinen. Scheiße. Wo ist Yevin? Angebot an.
zum Fick ist Yevon? Scheiße. Das ewige Feuer erleuchtet mir den Weg. Ich lasse es mal Nacht werden und dann gucke ich mal noch in allen Ecken nach. Es wird jetzt dezent problematisch. Wo ist Yevon? Okay, ist auch einer, der wie Yevon aussieht. Aber es ist nicht Yevon. Tiefer geht's nicht, ne? Nee. Mitternacht, da muss er doch zu Hause sein. Turm im Sumpf. Nee. Wo ist Yevon? Hi, Kalki. Ja. Oh, cool. Könnt ihr einen Trank herstellen, der Lykanthropie heilt? Käme auf einen Versuch an. Der Trank ist für einen Werwolf. Der Liebste einer jungen Maid. Normalerweise würde ich ablehnen, aber ich schulde euch was. Mal sehen. Zutaten da, Geräte da. Kommt später wieder, ja? Alles klar. Gut, dass ich nochmal angesprochen habe. Dass man es nicht gleich machen kann. Naja. So, Skojatell-Lager.
wusste nicht, dass ich erst das mit dem Werwolf machen muss und erst dann ist er auch wieder da. Skoyatel-Krieger, Skoyatel-Krieger, Skoyatel. Lass mich durch! Ist doch nur eine fucking Pflanze. Skoyatel, Skoyatel, jetzt sind doch mal genug Leute da. Skoyatel-Krieger, Kundschafter, aber kein Yevon. Skoyatel-Kundschafter, Skoyatel. Dann lasse ich mal einen Tag rumgehen und dann... Dann gehe ich nochmal zu... Kalki, hol den Trank ab und dann gucke ich bei den Druiden nach. Sag einfach danke, dass du uns hilfst. Alkohol. So, hast du den Trank fertig? Ja. Habt ihr den Lykanthropietrank fertig? Ja, aber sie muss ihn auf eigene Gefahr verabreichen, nachdem sie eine ihrer Tränen hinzugefügt hat. Man braucht die Träne einer Jungfrau, damit der Trank wirkt. Moment. Von einer Jungfrau hattet ihr nichts gesagt. Ihr spracht von einer jungen Maid. Ich ging davon aus, dass sie noch nicht verheiratet ist. Ach, Kalkstein. Ihr müsst mal unter die Leute gehen. Wo soll ich bloß eine Jungfrau finden? Die Träne einer Jungfrau ist unverzichtbar. Es kann doch nicht so schwer sein, eine zu finden. Okay. Weil da, wo Geralt hinkommt, da gibt es eher selten noch Jungfrauen. Okay, aber erstmal zu den Druiden. Und hoffen, dass Yevon bei denen dann ist, bei den Druiden. Jetzt nicht. Jede Menge Loot, Ghule. Thank you.
gerade in die Eier getreten. Er hat ihm in die Eier getreten. Noch ein paar Vergisse, ein paar Gebisse, ein bisschen Algenblut. Als hätte ich davon nicht genug. Wobei Trainer einer Jungfrau. Sie ist doch bestimmt eine. So, Morin, Druide. Aber kein Yevon. Oh, wo ist denn der? Scheiße. Sag mal, Morin, weißt du, wo Yevon rumsteckt? Gwynblade. Nee. Lebt. Ich möchte wieder zurück. In Wedstrait. Bandit. Die Bäume sind... Lebt. In Wedstrait. Wo ist der bitte? Vielleicht ist er bei Vivaldi. Das wäre eine Möglichkeit. Vielleicht ist er bei Vivaldi. Ich kann nochmal bei den Squirtel gucken. Da mal bis Mittag übernachten. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist, dass er bei Vivaldi ist, weil ihm wollte er ja auch helfen. Ich schau euch mal, übernachte ich hier mal bis Mittag. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ich kann nicht meditieren, wenn das Feuer aus ist. Ach, guck, Geralt, brennt doch. Ich muss es erst anzünden. Und dann gehen wir mal zu Vivaldi. Vielleicht ist er ja bei ihm. Hoffe ich. Das ist das Letzte, was mir einfällt mit dem Typen. Squirtel, Squirtel, Squirtel. Okay. Komm, geh nach Hause.
So, Vivaldi wohnt ja direkt neben Kalkstein. Das ist perfekt. Zu den Elfenruinen in den Kloaken. Nee. Ah, Kalksteins Labor. Daneben wohnt Vivaldi und dann muss ich da gucken. Ansonsten habe ich ein echt großes Problem. Wenn er jetzt hier nicht ist, dann muss ich erstmal das mit der Träne machen. Nee. Jevin, doch! Oh, ein Glück. Was wünscht ihr, Wolf? Ich habe ein Angebot. Wollt ihr, dass die Salamandra vernichtet werden? Sie sind auch Deune und sie bereiten mir viele Sorgen. Was schwebt euch vor? Ich habe mächtige Freunde, die wissen, wie man sie vernichten kann. Ich kann nicht behaupten, dass ich erpicht darauf bin, aber da ihr mir geholfen habt... Heißt das, dass ihr euch mit ihnen treffen werdet? Wann und wo, Wolf? In der Taverne Neu Narrakord, in Visimas Händlerviertel. Visima wird streng bewacht. Aber für euch finde ich einen Weg. Wir sehen uns dort, Wolf. Wartet auf unser Signal. Ach, ein Glück. Was führt euch hierher? Lebt wohl. Na dann. Ein Glück. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.